Ich muss jetzt nachladen. Aber ey, sie verbrennen ja alle. Oh Gott! Oh. Shut up, John. So, meine Kartoffelfreunde. Wir sind bei Folge 7 angelangt von The Evil Within. Letztes Mal sind wir ja, sage ich jetzt mal, glücklicherweise verreckt. Weil wir zu blöd waren, das Rätsel zu lösen. Welches Rätsel auch immer. Wir sind ja Ruvik hier reingefolgt, in diesen Gang. Und auf einmal war unsere Tür weg. Dafür haben sich drei Löcher hier in den Stein gebildet. Wodurch wir halt das hier sehen konnten. Jetzt mache ich mal kurz den letzten noch auf. So. Wir müssen versuchen, den richtigen Schalter der beiden Schalter zu erwischen. Wir haben einmal die Blume, ja, war das. So, dann haben wir. So. Zweite Tür. So, meine Damen und Herren, hier war es. Der hier. Ich weiß nicht, wie man das rausfinden hätte sollen könnte. Aber naja, und bei der letzten Tür wissen wir ja alle, dass es der linke Knopf war. Heul nicht, du bist tot. Zack. So, Rätsel gelöst. Also hier habe ich es rausgefunden, weil da das Ding abgebildet war. Das habe ich immer jetzt einfach nur verbunden. Oh ja, genau. Hier drunter war noch was. Mal kurz die Räume noch abchecken. Abchecke die Schecken. Hier ist Glibbery Dibbery. So. Und. Es ist ja auch nicht laut oder so, ne? Nein. Aber ey. Schöne Kur kommt. Kur. Tür kommt raus. Oh, Alter. Ganz ehrlich, diese Gänge sind doch nicht normal. Wer macht denn solche Gänge? Hey, unser Kollege. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Ja. Du hast mich gute Selbstdiagnose. Eigendiagnose, Entschuldigung. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an. An wie. Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja. Ich. Oh. Joseph! Jetzt haben wir immerhin einen Partner. Ja. Schon viel besser. Verbraucht keine Gesundheitspackung. Okay. Gut. Also können wir ihn immer umsonst heilen. Das ist ja ganz cool. Er kann uns wahrscheinlich nicht heilen. Ne? Jetzt hör auf zu husten, Alter. Oh, da. Und weiter geht die Fahrt. Ja, Zombie-Apokalypse now. Was haben wir hier? Hello. Oh, die... Okay, da kann man sich nicht drin verstecken, die kann man öffnen. Cool. So, dann... Oh, Munition. Glibbery, Glibbery. Ich warte auf den Jumpscare, um ehrlich zu sein. Ich warte darauf. I knew it. Bitteschön. Und Glibbery Dibbery.
Ich wusste es einfach. So, jetzt schauen wir mal, woher die kranken Geräusche kommen. Ah ja, sicher. Sicher. Ich muss jetzt nachladen. Aber ey, sie verbrennen ja alle. Oh Gott! Oh. Oh, Munition alle. Nope. Nein. Stirb. Bei dem war ich mir jetzt nicht so sicher, ob der tot war. Ja, weißt du, während du volles Leben hast, lässt du mich verrecken, Alter. Du bist ja ein richtig cooler Freund. Lass mich jetzt kurz, bleib kurz stehen und lass mich regenerieren. So. Gucken wir nochmal. Wir sind in einem Krankenhaus oder in einer Psychiatrie. Hier muss doch bestimmt irgendwo Medikamente geben. Irgendwo gibt's den Shit bestimmt. Da ist was. Aber nur Munition für den Revolver. Okay. Boah, Alter. Hallo? Ich schwöre euch, der lebt noch. Oder er hat gelebt. Damit, bei sowas kann ich immer wetten, ey. Das ist... Oh, da. Hauen wir uns gleich wieder die Drogen rein, ey. Zack. Bam, ballert uns das wieder die Rübe weg. Ist hier noch was drin? Nee, ist hier noch was? Fliege. Oh, da! Revolver. Oh, meine Nase. So, was haben wir denn hier? Weiter geht die Fort. Ja, Party. Die können wir nicht aufmachen, bestimmt. Warte, kann man die aufmachen? Ah. Was ist das? Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Das ist eine Bombe. Wir kommen daran vorbei. Halt Abstand. Ja, ich halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, natürlich kannst du sie entschärfen. Du bist natürlich vom Bombenentschärfungskommando. Ja. Wie konnte ich das vergessen? Stimmt. Ja, klar. Wow. Tatsächlich Bombenentschärfung. So, ich will jetzt trotzdem hier die Spins auf. Okay, kann man nicht, schade. Dann schauen wir mal, was sich hinter der Sprengfalle befindet. Hier. Ja, jetzt geht's wieder los. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Das ist ja ein guter Freund, ne? Erst Bombenentschärfer sein und dann auch noch Zombie. Ja, sicherlich. Das sind wir die richtigen. Wow, dem geht's ja richtig gut. Schön ins Leder. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Ich frag mich, was mit dem Doktor ist. Und Leslie oder so heißt er doch. Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja... Ja, jetzt muss ich auch noch den Freund, den ich eigentlich habe, auf den muss ich auch noch ein Auge werfen. Als ob ich ja nicht schon genug Probleme hätte, ne? Aber gut, ihr wollt's ja nicht anders. Wow. Einfach mal mitten im Krankenhaus geht's nicht weiter, da ist nur so eine riesige Leiter. Das Spiel ist einfach nur pervers. Das ist ein bisschen hell hier oben, ne? Ist das Tageslicht?
Das ist Tageslicht. Oh. Das nehmen wir nochmal mit. Die Shotgun nehmen wir nochmal mit. Die Streichhölzer. Ich glaube, den Revolver. Das. Ja, die Schrotflinte können wir sogar nachladen. Cool. Dann können wir hier nämlich noch die zwei mitnehmen. So. Hey, hier ist bestimmt wieder ein Tagebuch und der Spiegel drin. Wir müssen weiter. Diesmal kein Tagebuch? Das ist schade. Gut. Aber ich glaube, wir haben ordentlich viel an Glibbery Dibbery. Ich hab's gewusst. Hallo. Der Besuch ist schon eine. Ja, ja. So. Ja, und? Aber Schlüssel habe ich nicht. Doch! Einen Schlüssel habe ich letztes Mal bekommen von dieser. Da war dieses Ding auf der Ratte. Diese Statue. Da war der Schlüssel drunter. Genau. Da können wir ja jetzt auch noch ordentlich reinhauen. Was nehmen wir denn hiervon? Hä? Nur Schlüssel? Gut. Ich habe keinen Schlüssel denn letztes Mal eingesammelt. Warum auch immer. Wo der auch immer dahin ist. So. ...7100, damit kann man doch schon mehr anfangen. Sprintdauer... ...Lebensanzeige... ...ich weiß nicht, Lebensanzeige? Nahkampfschaden, Spritzenwirkung... Ich glaube, die Spritzenwirkung könnten wir auch... ...echt mal... ...Magazinkapazität, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate... So. Das reicht erstmal. So. Ich glaube, ich hoffe, jetzt wird es weniger gruselig, denn wir kommen in eine große Halle, wo Tageslicht ist. Okay, mit nicht gruselig hat sich gerade wieder erledigt. Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte, wieder eine Falle. Da! Um einiges Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Echt? Warte, ich komme. Wow, what? Scheiße, beeile! Da kommen sie! Jetzt erklärt sich auch, warum es soeben so viel Munition gab. Nein. Ihr verpisst euch von meinem Freund. Führen eine innige Beziehung, ja? Ach, die zünden sich auch gegenseitig an. Ja, wenn ich jetzt ihn verbrenne, verbrennt er auch, oder? Ja. Das hat doch was. Oh, Munition. Stirb. Hä? Ich kann sie nicht verbrennen. Ich habe keine Streichhölzer mehr, oder? Ah, hier sind noch Streichhölzer. Ja, okay. Oh, nein. Oh Mann, warum so kompliziert? Jetzt aber. Ja. Was? Jetzt fangen die auch noch an mit Dynamit oder was? Wir müssen sie retten. Wie? Sebastian,
Sebastian, sie sind über uns. Warte mal. Oh, shit. Deko, sie schießen. Komm schon! Oh! Boah, Alter, so ein Bossfight. Es ist nicht gruselig, aber es ist schwer. Und nochmal von vorne das Ganze. Na. Komm schon! Sebastian, sie sind über uns. Sie sind über uns. Ah, und dann kommt von da gleich wieder einer mit Dynamit. Also es gibt wirklich... Hä? Ich will doch nur heilen. So. Oh. Burn. Brenn. So. Ja, du kannst dich kurz um die kümmern und ich guck mal, was hier uns... Hier erwartet uns gar nichts. Okay. Da oben ist einer. Gut, vielleicht können wir ihn ja damit kriegen. Er ist umgekippt. Da hinten haben wir noch Munition. Oh. Hier drunter ist bestimmt auch was. Ja, Shotgun-Muni. Gut. Aber wie können wir denn sie... Ah. Ah. Hier. Hier kommen die ganzen Sachen her. Ich habe meinen Kollege Helm hier. Huch. Fuck. Okay, da kommen wir nicht rein. Ja, ja, ich gebe doch Gas. Achtung, die haben Dynamit. Wo? Oh nein. Ah, gut, so. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Ist hier irgendwas? Hier ist nur Schleim. Was ist hier in der Nähe? Oh nein, nicht so ein unsichtbares Vieh. Es kommen noch mehr. Ja. Spiel nicht den Helden. Zurück. Ich will die Alte retten, Mann. Natürlich spiele ich den Helden. Was ist hier? Hier ist eine Streichhölzer. Oh, au. Erstmal Drogen. Oh, Alter, warum haben die so perverse Masken auf? Ja, da bringt er hier ja gar nichts, ey. So, jetzt brennt ihr beide erstmal. So, da ist sicher. So, beide brennen, ne? Oh, ne, sie brennt nicht. So, du lebst auch noch. Munition alle? Ja, egal. Zack. Komm schon! Oh. Wo sind die? Das werden ja immer mehr. Oh, nicht schon wieder so einer. Oh! Oh! Oh. So. Oh, das noch. Mann! Oh. Ich dachte, der andere wäre mit in die Luft gegangen. Scheiße, Mann. Einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch. So, erstmal mal grad hier. Was war hier? Oh, cool. Cool. Ein Schockbolzen für die Qualenarbus. Okay, Glibbery. Glibbery. So. Deckung, sie schießen.
Was war das jetzt? Alter. So. Last try, bro. Last try. Das ist cool, das ist cool. Ja, das wissen wir. So, davon noch, davon noch. Ich benutze aber statt dem der Shotgun jetzt den Revolver, weil wir mit der Shotgun die Großen holen können. Ja gut, nächstes Mal kommen sie von oben. Eins. Zwei. Oh! Alter, diese scheiß Dynamit-Dinger, ne? So, der lebt immer noch. So, er ist endlich tot. Er hat was gedroppt. Okay, so, um die alte kümmere ich mich jetzt mal eher weniger. Ich habe keine Munition mehr, hier müsste irgendwo noch was rumliegen. Was auch immer das war, was war das? Ach, eine Granate. Okay. So, hier ist noch Munition. Was versteckt sich hier drin da? Nichts. Ja, ja, jetzt. So. Oh, immer wenn die Dünen mit Dynamit kommen. So. Jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Schnell, schnell, schnell. Ach ne, hier war ja nichts. Ich brauche noch irgendwas. Es kommen noch mehr. Ja, natürlich, es kommen immer mehr. Da ist noch was. Munition, 5. Okay, 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 okay. Hier nehmen wir mal die Shotgun. Du brenn mal. Oh! Nein! Alter. Mein Kollege hilft mir wenigstens, dann kann ich ein bisschen. Hey, warum gehen die eigentlich immer so pervers auf mich? Nein, nicht schon wieder! Digga, ich hab doch geschossen, ey. Jetzt brenn. Du nervst mich. Du nervst mich auch. Du brennst auch. Und Kollege. Du wirst auch verbrennen. Okay, ich habe keine Munition mehr. So, er ist weg. Jetzt kurz einmal wieder sich abpushen. Okay. Wo ist wieder... Oh, da ist wieder Dynamit. Oh, er ist auch tot. Gut. So. Kidman braucht Hilfe. Ja, Kidman braucht Hilfe, richtig. Verdammt, das war knapp. Das war wirklich knapp. So. Das solltest du dir mal ansehen. Wo bist du denn? Ja, ich bin da. Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Ja, ich würde mal sagen, das Bedienfeld ist... Wohin gehen die Kabel? Ja. Bin ich doch eben schon lange gelaufen. Was soll ich tun? Schnell... Oh, unter Zeitdruck geht hier schon mal gar nichts. Oh. Munition alle. Oh. Habe ich die Shotgun noch? Munition? Ja, 2. So, tot. Wir müssen weiter. Tot und verderben, tot und verderben. Schnell, schnell, schnell. Da ist was. Oh, what? Oh! Qualenarmbrust, Qualenarmbrust.
Oh, nicht getroffen. Das ist euer Ernst. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Ja. So. Die doppelläufige Schlucht, bitte. Es muss noch ein Bedienfeld geben. So, ja. Ich laufe ja hin, ich laufe hin. Hier durch. Wir haben nämlich keine Munition mehr, das ist ein kleines Problem. Ah, da, 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 da. Lass mir solch die Zeit davon, wir lassen jetzt davon. Da, da, da! Aus Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Oh. Yes! Geschafft! Boah. Weniger Gerede heute, mehr Gekämpfe. Joseph Kidman. Ich hab aber auch ein Glück, ne? Ja, gut. Ich würde mal sagen. So, ich habe jetzt Zeit, mir alles ein bisschen anzugucken. Keine Munition mehr, keine Munition. Okay. Okay, gut, dann nehmen wir die. Dann haben wir wenigstens noch einen Schuss. So. Mehr hektisch als gruselig gerade das Ganze gewesen. Da haben wir schon noch Munition. Da kommen wir nicht rein. Oh, ich will den Schlüssel haben. Muss ich dafür drauf schießen oder kann ich das auch so aufbrechen? Moment. Oh, das kann ich auch so aufbrechen. Gut, ich hätte es gegengeschossen. Dann die Maria. So, jetzt haben wir aber einen Schlüssel. Dann geht's hier drüben weiter. Hier haben wir nichts. Dann war der Weg zur Mitte. Oh, mach die Tür auf. So, Munition. Dann können wir jetzt nochmal hier die andere Schrotflinte da. Hä? Nein. So, ja, jetzt haben wir die. Hier ist wieder nix. Da brauche ich auch nicht reingehen. Da brauche ich auch nicht reingehen. Gut, so. Ja, das Ding will ich nicht treten. Gehen wir mal Richtung Mitte. Haltet durch, ich komme. Ach, er springt. Okay, er springt auch einfach mal runter. So, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge, für Folge 7. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, Däumchen und so. Ja, abonniert mich oder teilt das Video mit euren Freunden. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Evil Within und Kartoffelsalat und schlechte Unterhaltung.